Moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog. Heute auf dem Fass mal wieder ein Mordlach. Immer noch eine wunderschöne Flasche, diesmal der 14-Jährigen. Beim letzten Mal war es der 16-Jährige. Wer ein bisschen mehr zum Mordlach und so weiter hören will, der kann sich nochmal das Video vom 16-Jährigen angucken. Heute konzentrieren wir uns einfach mal nur auf die Abfüllung. Und ich würde sagen, wir starten schon mal ein bisschen mit den Eckdaten. Der hat 43,4%. Lag in Ex-Bourbon-Fässern und in Sherry-Fässern. Hat leider eine Färbung. Schöne Farbe, aber wie immer kann man nicht viel darüber sagen, weil er ist gefärbt. Soll, so wie ich gefunden habe, keine Kältefiltration haben. Bei dem Alkoholgehalt von 43,4% weiß ich jetzt nicht, ob der nicht doch eine bekommen hat. Ich habe es jetzt so gefunden. Ich meine, er ist ja auch gefärbt, ne? Ich habe es jetzt auch so gefunden, halt bei der Recherche. Aber glauben wir mal, dass da nicht kältefiltriert ist. Ja, ansonsten, Mordlach, bislang hat mich der immer sehr begeistert. Und wollen wir mal gucken, ob es so bleibt. Ja, also auf jeden Fall schon eine sehr kräftige Nase. Also trotz der 43,4%. Ist ja in der Nase schon sehr intensiv. Also ein bisschen an den Aromen her ein bisschen kräftiger als bei manch anderem Whisky. Also gerade mit dem Alkoholgehalt, ne? Eine totale Fruchtigkeit kommt da in die Nase. Auf jeden Fall so Dunkelfrucht, so ein bisschen, so typisch Sherry, aber auch. Ja, es geht auf jeden Fall so in die Aprikosen-Pfirsich-Richtung. Also, das nimmt man irgendwie ein bisschen stärker wahr. Ja, und so eine modrige Note. Was jetzt erstmal schlimm und ätzend klingt, aber das ist eher positiv gemeint. Und zwar hat der so eine in der Nase so eine Leder- und Tabaknote. Wenn ich mich recht im Sinne hatte, dass der 16-Jährige auch schon. Eine gewisse Süße schwingt damit. Jetzt aber schwer zu sagen, welches das es genau ist. Ich würde jetzt eher sagen Vanille. Aber die Fruchtnoten und diese Leder- und Tabaknoten sind doch ein bisschen stärker. Ja, ich würde sagen, probieren wir gleich mal. Also typisch Mordlach von dem, was ich bislang kenne. Schon ziemlich kräftig. Also der hat jetzt nur 43,4%. Und er geht im Mund, im Aroma aber schon ordentlich was ab. Der hat ordentlich Power. Und dafür, dass er ein Space Cider ist und in Anführungszeichen so einen geringen Alkoholgehalt hat, ist er gut kräftig auf der Zunge. Das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, dass der Alkohol irgendwie zu stark raussticht, sondern dass die Aromen wirklich mit Power auf der Zunge abgehen. Übrigens hat der hier ja den Beinamen Alexander Sway. Allgemein wird aber Mordlach genau aufgrund dieser kräftigen Noten, die er hat, so ein bisschen hat er den Beinamen Beast of Dufftown. Und das zeigt er hier auch, der 14-Jährige.
Und auch auf der Zunge. Also diese fruchtigen Sherry-Noten auf jeden Fall. Aber auch auf der Zunge diese Modrigkeit, die man schon in der Nase hat, so in dieses tabakgebende Noten hat er auch auf jeden Fall. Und im Abgang hinten raus spürt man eine gewisse Eiche. Aber in Verbindung mit dem Sherry-Einfluss und der Eiche ist das eine Mischung aus so ein bisschen leichter Holzigkeit, aber auch geht schon so eine Schokoladennote über. Ne? Ich würde sagen, wir probieren jetzt nochmal. Also im Geschmack auf jeden Fall wieder die Fruchtigkeit. So ein bisschen Sherry-Dunkelfrucht. Aber viel mehr so ein bisschen, vielleicht hat auch ein bisschen Orange noch mit bei, aber auf jeden Fall so Aprikose. Oder Pfirsich, ganz genau will ich mich da nicht festlegen, aber ich würde jetzt eher zu Aprikose tendieren. Eine gewisse Süße, aber wirklich eine. Ja, im Vergleich zu anderen Whiskys eher eine zurückhaltende, geringe Süße. Also da ist die Fruchtigkeit dann schon eher im Vordergrund und so ein bisschen diese Tabaknoten wieder. Ja, und hinten raus tatsächlich so ein bisschen Eiche, Bitterkeit, auch Schokolade. Ja, und beim zweiten Schluck würde ich beinahe sagen, auch so eine gewisse Nussigkeit so ein bisschen, ne? Ja, und auf jeden Fall wird er jetzt so hinten raus ziemlich trocken werden im Mund, ne? Ja, wer Mortlach noch nicht kennt und den ausprobieren möchte, ich habe den 12er mal als Sample gehabt, der ist ziemlich gut. Aber der 14er, den hatte ich als Einstieg bei Mortlach bei den Originalabfüllungen. Und der war Bombe. So, wer sich auch für den 16er interessiert, guckt euch nochmal das Video an. Mit dem bin ich nicht ganz so gut gestartet, erkläre ich da ein bisschen genauer, will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Aber tatsächlich hat der 14er, als ich mir den geholt habe, der hat mich direkt von Anfang an komplett überzeugt und der gefällt mir immer noch sehr. Also wer zwar auf fruchtige Whiskys steht, die aber dann doch ein bisschen kräftiger sein dürfen und ein bisschen Power haben dürfen, der ist hier genau richtig. Wem der Durchschnitts-Space-Cider vielleicht ein bisschen zu mild ist, halt, ne? Probiert den halt mal aus. Auf jeden Fall, aber preislich ist der, glaube ich. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Ich meine so um die 5, der steht so bei um die 50, glaube ich. Ist er noch allemal wert, ne? Vielleicht ist er auch bei zwischen 40 und 50, weiß ich jetzt gar nicht ganz so genau. Tatsächlich ist er auf jeden Fall ein sehr guter Whisky. Wenn ihr ihn für 50 kriegt, ist es völlig in Ordnung, wenn ihr ihn da drunter kriegt, zugreifen. Ne? Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da. Haut rein.